Nur Leben. Was ist das? Wann lebt man? Ist es, wenn man atmet? Ist es, wenn unser Gehirn bestimmte Funktionen aufrechterhält und unser Herz schlägt? Mancher musste schon feststellen, am Ende des Weges, ich habe eigentlich nie gelebt. Weil ich habe nie geliebt. Und ich bin nie geliebt worden. Menschliche Liebe kann stark enttäuschen. Gottes Liebe enttäuscht nie. Wer Gott liebt, liebt sich selbst und jeden anderen. Gott und alles, was da ist, zu lieben, ist etwas, und dafür bin ich sehr dankbar, was Gott mir in die Wiege gelegt hat. Alle zu lieben bedeutet aber nicht, dass es nicht Regeln fürs Zusammenleben gibt. Es gibt im Essenischen den Spruch, aus Liebe hart sein. Und auch heute wurde schon mal davon gesprochen, dass Gott manchmal aus Liebe hart ist und es zulässt, dass wir uns die Finger verbrennen, weil wir ihn nicht hören wollen. Jesus hat mal gesagt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Eine Aussage, die ziemlich falsch interpretiert wurde. Insofern, dass man darunter versteht, alles erdulden. Und im Paulusbrief heißt es auch noch, die Liebe erduldet alles. Ist das wirklich so? Müssen wir wirklich alles erdulden, wenn wir lieben? Im deutschen Wort erdulden ist das Wort Geduld versteckt. Und wenn wir diese Stelle im Paulusbrief richtig übersetzen, dann finden wir diese Bedeutung auch wieder. Die Liebe hat mit allem Geduld. Und das ist was ganz anderes als sie leidet, er leidet alles. Liebe ist langmütig, sagt Paulus extra dazu. Und das ist nichts anderes als Geduld haben. Geduld haben mit denen, die nicht verstehen und die nicht verstehen wollen. Die verurteilen und beurteilen, weil sie Angst haben, selber beurteilt und verurteilt zu werden. Ein Gott, der straft, muss als Grundvoraussetzung ein Maß haben, nach dem er beurteilt und verurteilt. Das ist nicht der Gott, den ich kenne. Mein Vater hat kein solches Maß. Er hat Geduld, wenn ich nicht verstehe. Aber er hat kein Maß, um mich zu beurteilen. Denn wenn Gott mich beurteilt oder verurteilt, ich, der ich ein Teil von ihm bin,
dann verurteilt und beurteilt er sich selber. Und wenn er das machen muss, muss er feststellen, dass er nicht allmächtig ist, nicht vollkommen ist und damit kann er nicht Gott sein. Gott ist vollkommen in allem und damit auch in jedem Menschen, jedem Tier und jeder Pflanze. Und wenn wir diese Vollkommenheit in allem, auch in uns selber, akzeptieren und aufhören, Gott zu kritisieren mit dem, wie wir mit anderen Menschen umgehen, indem wir sie verurteilen, oder wie wir mit der Natur umgehen, die er erschaffen hat, erst dann wird das wirklich entstehen, was über diesem Fest hier steht, als erstes Wort, Pax, Frieden. An diesem Frieden, in diesem wirklichen, göttlichen Frieden mitzuwirken, ist für mich eine große Ehre. Und ich weiß, dass es euch genauso geht. Es wurde gesagt heute, ich bin der Stellvertreter Gottes auf Erden. Wenn das so ist, dann möchte ich euch in seinem Namen danken, dass es bei euch auch so ist. Danke. Das Motto heißt Dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich. Und diese Hoffnung möchte ich euch auch mit auf den Weg geben für die Zukunft. Mit drei Worten, wenn ihr mal in eine schwierige Situation kommt und überlegt, ob das wohl so richtig ist, was ihr macht in eurem Amt als Diakone, Priesterinnen, Priester, Bischöfe, Erzbischöfe, Kardinäle, dann denkt dran, Gott will es.